Hallöchen, Freunde. Uncool, dass ihr wieder am Start seid bei dem beschissenen Wetter hier draußen. Zumindest hier im Spiel, hier am Dachboden sind schon wieder 800 Grad. Es kotzt mich an. Naja, man kann nicht alles haben im Leben. So, ich habe mein Versprechen eingehalten. Tatsächlich, ich habe alle möglichen Portale umbenannt, wie sie richtig heißen sollten, hab sie auf der Karte markiert, auf dass wir nie wieder irgendwas suchen müssen. Ebenenbasis, da haben wir Ebenenbase, mehr Ziffern gehen leider nicht. Finde ich ein bisschen schade. Man hätte die ein bisschen länger machen können. Und ihr seht, es ist alles bezeichnet, beschriftet und so weiter. Und ich war kurz beim Haldor, weil wir da auch ein Teleportal haben. Teleportal? Genau. Ein Portal natürlich. Und ihr seht, die Horde greift an. Ich weiß nicht, was aktuell los ist. Wir werden einfach überrannt von Angriffen. Beim Haldor ist das Gott sei Dank scheißegal, weil der hat ja seine Bubble, seine Schutzblase, sein Schutzschild. Und naja, kann es mir echt am Arsch vorbeigehen, aber es ist trotzdem krass, wie viel aktuell hier abgeht an Angriffen. Wird uns bestimmt noch das ein oder andere Mal sehr, sehr ungünstig treffen. Was machen wir die Folge? Wir bauen uns was. Wir basteln uns was. Und zwar das gute Schwarzmetall-Messer. Schwarzmetall-Klinge? Wie hieß es? Ich habe gerade nämlich mal geguckt. Schwert. So rum. Schwarzmetallschwert. Wir brauchen 20 Schwarzmetall. Edelholz und Leinzwirn müssten wir haben. Ich kann nochmal nach Leinenzwirn gucken. Bin ich mir nicht sicher. Hatten wir dafür eine Truhe? Also Edelholz haben wir. Wir haben auch ein bisschen mehr Holz, weil ich habe mal angefangen, bei allen Portalen, die überall rumstanden, die Werkbänke abzubauen. Jedes Mal eine Werkbank daneben stand. Ich dächte, wir haben eine Kiste für Leinenzwirn. Hier oben schon mal nicht. Wahrscheinlich hier drüben mit, oder? Bei Gerste und Flachs und so. Ja. Okay, passt auch. Wir brauchen nur noch ein bisschen Schwarzmetall. Dafür brauchen wir erstmal Kohle. Und Schwarzmetallschrott. Zwei Stück hatten wir hier vorne. Die habe ich gerade mal fix eingesammelt. Die machen wir fertig. Weil die Schwarzmetallklinge ist schon echt nicht ohne. 95 Schlitzen wert. Bin mal gespannt, ob die mir mehr bockt als der Frostner. Weil der Frostner ist mit seinem Einfrieren echt schon Next Level. Wir lassen das jetzt erstmal hier ein bisschen rumgurken. Dann würde ich sagen, wir machen uns noch etwas Teig. Oder Mehl. Ich darf ja eigentlich auch eine extra Kiste nähen. Wir hatten nur Gerste hier oben. Und hier haben wir noch ein bisschen Gerstenmehl. Wir haben, glaube ich, keine Gerstenfelder mehr, ne? Also ich darf nicht zu viel weghauen. Wir brauchen noch was zum Anpflanzen. Ach, hier drüben war leer. Und hier hinten kann es rein. Wir hauen jetzt einfach mal die über 20 Stück, die wir da hatten, rein und lassen die mal werkeln. Ich würde sagen, wenn eh gerade Nacht ist, ich hoffe, dass Nacht ist. Vielleicht können wir ja schnell pennen. Wir müssen nur erstmal kurz trocknen. Jo, gehen wir eine Runde pennen. Gucken mal, ob das Zeug in der Zeit fertig wird. Und dann probieren wir das Messer mal aus. Danke. Ich hätte ja echt Bock, die Spitzhacke noch hochzukriegen. Allerdings müssen wir halt jetzt aktuell aufgrund der nicht mehr funktionierenden Mods leider die Wege auf uns nehmen. Aktuell brauchen wir es, glaube ich, auch gar nicht so dolle. Weiß ich nicht, ob ich lieber noch warte, bis die Mods mal geupdatet wurden. So, wie viel haben wir jetzt hier? 10 Stück. Reicht immer noch nicht. Wir brauchen 20. Wir haben hier noch zweimal Schrott. Wir müssten noch eigentlich ohne Ende Schrott haben. So viele Fullinger, wie wir schon getötet haben, muss es doch noch mehr Schrott geben. Guck mal, wir haben hier auf jeden Fall noch Silbererz. Das können wir gleich mal noch hier durchbasteln. Kohle ist drin. Lassen wir das mal schmelzen. Aber wir müssen doch noch Schrott haben. Da haben wir das wirklich alles verbraucht. So 8 Stück brauchen wir noch. Ich
mache jetzt hier mal kurz die Fackeln wieder an. Das nervt mich, dass wir hier so viel Dunkelheit drin haben. Und der Husten ist immer noch nicht ganz weg. Hä, wo ist die Fackel? Hier. Hier muss dringend eine bessere Lösung her. Eigentlich Objektständer und dann die gelben Pilze oder irgendwie sowas. Ich dächte, wir hatten mal noch eine Schwarzmetallkiste. So viel zum Thema. Wir können uns bescheißen damit. Na geil, dann können wir es zumindest gleich herstellen. Was war denn das? Klang wie ein Troll oder so. So, hau hier alles voll. Dann gucken wir mal. Der Ofen. Können wir nicht, weil wir müssen erstmal das Brot herstellen. So, Brotteig. Zack, 10 Gerstenmehl. Oh krass, können wir gerade mal 4-mal herstellen. So, alle 4 drin. Ich finde das geil, dass das immer noch so ist. Dass wir hier andauernd Holz haben. Jetzt bloß nicht verbrennen lassen. Und dann gucke ich mir nochmal das Brot so insgesamt an, was das alles konnte. Hätten wir uns, glaube ich, auch so am Kessel angucken können, aber... Obwohl, nee, können wir nicht. Wir können ja nur den Teig herstellen. Also müssen wir es schon einmal backen lassen. Aber es war auf jeden Fall auch ziemlich geil, wenn ich mich richtig erinnere. Dann würde ich sagen, wir machen uns die Silberklinge, Schwarzmetallklinge. Werden vielleicht noch ein bisschen Gerste anbauen. Dann können wir uns schon mal langsam auf den Weg machen zum letzten Boss. Ich will ihn noch nicht besiegen jetzt in den nächsten 2-3 Folgen. Ich will da noch echt optimal Vorbereitungen treffen. Wir haben noch ein ganz paar Sachen, die wir noch nicht hergestellt haben. Und das würde ich sehr gerne erstmal noch tun, bevor wir den angreifen. So, zack. Wie viel haben wir denn jetzt? 5? Jetzt zeig mal das Brot hierher. 70 Ausdauer, 23 Leben. Boah, 70 Ausdauer kickt natürlich ordentlich rein. Würde ich dann schon mit der Karottensuppe ersetzen. Würde dann noch die Zwiebelsuppe nehmen und den Schlangeintopf vielleicht. Obwohl es immer noch eine bessere Variante gibt. Der Blutpudding. Ist auch auf Ausdauer. 50 Gesundheit ist nicht das Beste. Augencreme, was hat denn am meisten Fischhappen? 70 Gesundheit. Lox-Pastete weiß ich nicht mehr genau. Hackfleischsoße nicht, das auch nicht. Bärenmarmelade nicht, Würste 55. Schlangeneintopf hat 80 Gesundheit gegeben. Jetzt ist die Frage, was mischen wir am besten miteinander? 26 Ausdauer, 80 Gesundheit. Ausdauer. 75 Ausdauer. Also ich würde fast sagen, der Schlangeneintopf erstmal als Gesundheitsding. Dann den Blutpudding. 75 Ausdauer kriegen wir auf jeden Fall nicht besser hin. Dann haben wir hier 50, 17. Also sind die Würste prinzipiell schon mal besser. Ja. Oder? Ich würde fast sagen Schlangeneintopf. Würste. Und den Blutpudding. Ja, der Fischhappen haut natürlich ordentlich Heilung wieder rein, ne? 70 Gesundheit, 4 HP-Ticks. Ach nee, okay. Macht der Schlangeneintopf auch. Also ungefähr so. Wird wahrscheinlich unsere Ernährung werden, wenn wir auf den letzten Boss zugehen. Ist jetzt die Kohle alle wahrscheinlich, ne? Wir lassen gleich mal noch welche herstellen. Ach, wir hätten ja mittlerweile sogar 3, ne?
Ja, machen wir 15, 15, 20. Also Brot ist schon ziemlich geil. 70 Ausdauer. Ach so, nicht stimmt. Ich habe doch schon wieder Quatsch erzählt. Also wir machen Schlangeneintopf, Blutpudding und Brot. Macht doch 70 Ausdauer. Mal Schlangeneintopf. Hat Gesundheit gegeben, ne? Ich muss nochmal gucken. Tut mir leid. Wir haben doch sogar welchen hier. Suppe. So, Schlangeneintopf. Genau, 80 Gesundheit. Dann hauen wir das Brot mit rein. Das gibt 70 Ausdauer. Und dann nehmen wir als letztes dann noch die Augencreme. Die macht 65 Ausdauer. Dann haben wir zumindest eins für Leben, der Rest für Ausdauer. Ich weiß nicht, ich finde mal Ausdauer wichtiger. Aber es kommt drauf an, wie der Endboss so ist. Ich habe keine Ahnung. Aber das meiste Leben bringt dir nichts, wenn du nicht mehr wegrennen kannst oder nicht mehr blocken kannst. So, dann lasst mal schauen. Wir brauchten jetzt noch Leinzwirn. Jetzt haue ich erstmal das Brot hier weg. Wir hauen zwar mit bei der Gerste rein. Ein Gerstenmehl hauen wir auch mit hier rein. Also, wir haben jetzt 22 Stück. Brauchen wir gar nicht so viel. Zwei wieder weg. Dann war es nicht viel Leinzwirn, ne? Es waren plus zwei oder so. Was war's noch? Schwarzmetallschwert. Ach ne, 5 und 2 Edelholz. Entschuldigung. Gib mal noch 3 und 2 Edelholz. Schwarzmetallschwert. Bam, da haben wir's. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ja, gut, ist halt ein Schwert. Also schon in diesem grün schimmernden ganz geil, aber jetzt auch nicht was ultra Besonderes. Aber schadenstechnisch müsste es halt echt reinkicken. Wir können noch mal gucken, wir können das doch bestimmt aufwerten. Da sind wir dann bei 101. Nochmal 6 mehr, also 101 ist schon krass. Ich würde sagen, wir probieren es mal aus, wir rennen mal irgendwo hin. Am besten nehmen wir die Gerste mit und gehen mal in die Ebenen, dass wir auch ein paar ehrwürdige Gegner haben. Bringt ja das jetzt nichts hier an irgendeinem so kleinen Rehhirsch auszuprobieren. Also nehmen wir hier erstmal ein bisschen Gerste mit. Wir futtern uns noch was rein und los geht's. Oh ja, Mann. Und dann geht's auf. Ja, Glut, wir sind am Start. Boah, bin ich gespannt. Wie der so wird. So, Flachs ist noch blau. Ach, wir hätten mal noch ein paar Moltebeeren mitnehmen können, aber da finden wir hier notfalls auch noch genug. Wir schleichen uns nochmal kurz an Loxiroxi ran. Viel dürfte es doch nicht mehr sein, was fehlt, oder? Ach, das sehe ich bloß mit Moltebeeren in der Hand, ne? Jetzt habe ich kurz mein Leben riskiert. Ja, passt. Dann suchen wir mal schnell welche. Vielleicht kommt uns in der Zeit noch ein Goblin entgegen. Ah, verdammt, hier sind schon die ersten. Ah, der nächste Goblin ist bestimmt nicht weit. Ah, oder totes Kito. Ah, da haben wir dich, du. Schöner totes Kito. So, wo seid ihr? Wenn man euch mal sucht, ist keiner da. Wenn man euch nicht braucht, seid ihr überall. Leben hier wieder neue Terblobs auf jeden. Ach, und die haben mich wieder gesehen, ne? Oder auch nicht. Wird hier mal einer rumrennen? Da, hallo. Ich würde gerne an Ihnen meine neue Waffe ausprobieren.
Oh. 75 Schaden zieht er gerade rein. Wenn wir das natürlich noch upgraden. Ist halt immer schwierig, ne? Es kommt immer auf den Gegner drauf an. Frostner ist schon geil. Zwecks dem Eis und so, aber bam, haut das Ding rein. Vor allem, es ist schön schnell. Wir haben wahrscheinlich auch eine größere Range. Hm. Ich wäre schon fast dafür, dass wir das Ding uns upgraden, weil... Ich weiß nicht, aber hat Frostner auch die Endgegner eingefroren? War das bei Knochenwanz schon der Fall? Hatten wir Frostner da schon? Oh, hier ist ja noch Teer. Ich habe keinen Giftwiderstand dabei, ne? Ne, die müssen wir tatsächlich auf Fernkampf töten, tut mir leid. Ich hätte gern das Messer mal hier probiert oder die Klinge. Und die sind mir dann doch zu gefährlich. Hier auf Nahkampf was zu riskieren. Du könntest uns aber gleich mal noch markieren. Stell dich mal gerade hin. Nee, nicht Portal. Wir machen einfach einen Punkt. Ja, weiß nicht. Was sagt denn ihr? Frostner besser oder lieber Schwarzmetall Klinge auf die höchste Stufe bringen, damit zum Endboss? Ich meine, Schwarzmetalle haben wir ohne Ende. Limestone können wir auch herstellen und Edelholz können wir easy sammeln. 26 haben wir, glaube ich, noch in der Truhe, also an sich. Wäre es jetzt keine große Arbeit. Ich würde sagen... Wir stufen das Ding mal noch so weit hoch, wie es geht. Und machen uns dann mal auf den Weg. Das muss ich bloß mal überlegen. Das Boot muss hier irgendwo stehen. Den, oder? Ja, dann sind wir hier durchs Gebirge, also irgendwo hier. Ich habe es wieder nicht markiert, ich Volldepp. Wo ist denn eh unser ganz großes Boot? Also ich gewöhne mir das jetzt in Zukunft wirklich an, mir alles zu markieren und gleich die Portale richtig zu benennen und auch auf der Karte zu markieren. Das macht sonst keinen Sinn. Ich stehe jedes Mal da, kann mich nicht mehr dran erinnern. Wir wissen zumindest schon mal, welche Lebensmittelkombi wir nehmen. Pfeile sind klar, Nadelpfeile und Torger Reißzahn. Torger Fangzahn hieß er ja, glaube ich, mittlerweile. Wie viel haben wir noch? 56. Ach komm, wir buddern hier noch ein paar hin und gut ist. Aber vielleicht wollte ich nicht eigentlich das Feld nicht mehr benutzen. Da war doch was. Na gut. Ich schmeiß das vor allem... Ach, warte mal. Hier. Ich will das nicht wieder einfach irgendwo hinwerfen. Und am Ende ist es weg. Ach nee, 56 war es Flachs. Haben wir so viel jetzt gerade schon wieder geerntet? Okay. So, gib mir Silber. Ja, ich würde sagen, jetzt die Spitzhacke aufzuwerten, alles drum und dran, heben wir uns entweder für später auf, falls die Mods wieder funktionieren, oder für den Stream, wo wir halt ein bisschen mehr Zeit haben. Was haben wir dann? 21, okay. Jetzt lasst uns mal Leinzwirn nehmen. Ah, das ist alles ungeprutzelt. Okay, dann brauchst du doch noch einen Moment. Vor allem brauchen wir Kohle.
Also ich hoffe ja zumindest, dass der Mod mit dem tiefer Graben auf jeden Fall schnellstmöglich wieder geupdatet wird. Weil das sieht schon scheiße aus. Mit dem Teleportieren kann ich mich abfinden, wenn es den nicht mehr geben sollte. Wäre okay. Aber ich will nicht für immer diesen scheiß Erdhaufen hier haben. Gar keinen Bock. Wir machen gleich noch etwas Mehl. Wovon habe ich denn jetzt Schaden gekriegt? Ach, hier. Schön das Ding an die Rübe. Ha! Macht doch Laune. Ich wollte nochmal nach Tränken gucken. Weil hier gibt es jetzt Gerstenweinmischung. Feuerwiderstand. Okay. Brotteig, Karottensuppe haben wir alles geguckt. Die Lox-Pastete. Wir haben keine mehr. Wir haben wahrscheinlich auch kein Lox-Fleisch mehr, ne? Lox-Pastete war doch noch geil. Wo habe ich denn die? Bei Fleischwändern mit. Wir haben noch Lox-Fleisch. Was hat es noch gekostet? Gerstenmehl, wenn ich mich nicht täusche. Und was war es noch? Ach, Moltebeeren noch. Okay, na komm, da hauen wir hier gleich mal eine durch. Gucken nochmal. Ich glaube, die war noch besser, ne? Bloß nicht verbrennen lassen. Haben wir schon mal hinter uns. Gar keinen Bock. Brauch aber lange. Dieser Tisch ist so am Wackeln. Seht das am Mikrofon? Ist ein Scheißtisch. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Aber naja, jetzt habe ich ihn. So an sich sieht... Na doch. Naja gut, wenn ich nur die Maus bewege, geht's. Aber wenn ich hier so ein bisschen mache... Dann wackelt er. Nur mal so als Info. Um die unangenehme Stille. Währenddessen die Lox-Pastete backt. Rumzukriegen. So, 75 Gesundheit. Also ist auch ein Gesundheitsding. 75, 24. Ausdauer war Brot. 75, 24. So, was hatten wir denn jetzt hier? Das ist das. Dann können wir ja Blutpudding, Brot und... Ah ne, warte mal. Schlangeneintopf ist besser. Definitiv. Also bleibt's dabei. Schlangeneintopf. Für Gesundheit. Blutpudding für Ausdauer. Und den Fischhappen noch. Nee, Fischhappen war Dings. Augencreme mit 65 Ausdauer oder... Wo hat man es denn? Achso, das Brot noch. Ne, Brot war doch... Entschuldigung. Ich bin aber auch verwirrt zur Zeit. Also, doch, Brot für Ausdauer, Schlangeneintopf für Leben. Schlangeneintopf für Leben, Brot für Ausdauer. Und am Ende noch Blutpudding, auch für Ausdauer. So, jetzt haben wir es aber. Entschuldigung. Wir hauen hier nochmal alles voll, gehen nochmal eine Runde pennen. Sind schon wieder bei 24 Minuten. Wo ist denn die Zeit schon wieder hin? Alter Vater. Dann haben wir zumindest schon mal ein paar Vorbereitungen getroffen. Wir werden jetzt gleich das Messer noch upgraden. Mal gucken, was die nächsten Upgrades kosten. An sich müssen wir uns aber alles leisten können. Wir müssen es halt nur erstmal alles brutzeln und schmelzen lassen. Und eventuell noch ein bisschen Holz, Edelholz sammeln. So, 540. Ich bin voll. Sowohl im Spiel als auch real. Wir haben jetzt 9 Stück hier. Na gut, erstmal Lochsfleisch weg. Da haben wir auch die Lochspastete mit rein. So, dann haben wir was noch? Wir haben noch Gerste. Ne, Flachs haben wir noch, oder? Flachs haben wir noch.
Moltebeeren. Kohle wird bestimmt noch relativ schwer sein. Wie viel haben wir denn jetzt gebraucht? Wir brauchen. Ah. Ja, ja, wenn ich mir Sachen merken könnte, wären wir schon vor 100 Folgen fertig gewesen mit dem Spiel. 10 Schwarzmetall. 9 haben wir. Das kriegen wir doch wohin. Bin gespannt, ob wir es beim ersten Mal schaffen. Zack, dann haben wir nämlich schon 101 Schlitzen und dann kommen wir als nächstes auf 107. 20 Schwarzmetalle. Also es hängt eigentlich wirklich... So, wie viel Dings hat es gekostet? Ah, braucht gar kein Edelholz mehr. Na gut, dann hängt es doch an nichts. Eventuell an der Kohle, die wir noch herstellen müssen. Ah, das soll ja mal die kleinste Sorge sein. Hier wieder alles voll. Wir stellen noch ein paar Brote her. Dann können wir gleich mal ein bisschen den ganzen Bestand auffüllen. Wahnsinn, wie wenig das jedes Mal ist. Aber okay, ist halt auch High-End. Also, 20 Schwarzmetall brauchen wir. Haben wir noch irgendwo was anderes rumlungern? Ich glaube nicht, ne? Wir haben hier noch Terran Obsidian. Aber das wird's dann gewesen sein. Aber Schwarzmetall haben wir wirklich mehr als genug. Ist halt geil. Eigentlich das High-End-Zeug sammelt sich aber so easy an durch die ganzen Goblins. Oh, mach hinne. Ich will mein Brot haben. Ich hab Hunger. Hallo. Hinne. Hunger. Hallo. Hinne. Hunger. Hallo. Danke. Gäste, Gäste, Gäste. Da sind's. Da ist er. Naja, da haben wir doch schon 8 Brote. Perfekt. Leinzwirn haben wir. Oh, wir haben kein Leinzwirn mehr. Warum denn das? Und brauchen tut es 10. Aber für Stufe 4 dann bestimmt 20. Das heißt, wir müssen noch Leinzwirn herstellen. Brauchten wir Flachs und mussten an das Rad hier, ne? Mehr war das da nicht. Jo. Wir haben ja auch genügend Flachs auf den Feldern, also können wir das ja eigentlich mal komplett vollbuddern. Ist ja nicht so, dass es an irgendwas scheitert bei uns. Wir sind doch reiche Wikinger. Wir stellen mal noch ein paar Pfeile her und dann machen wir gleich Folgenende. Ich würde ganz gerne mit euch das Ding noch Stufe 3 kriegen. Dann machen wir das nächste Folge noch schnell Stufe 4. Ich lasse in der Zeit noch außerhalb vom Let's Play hier ein bisschen brutzeln. Dass wir uns nicht ganz so dolle langweilen und dann geht's auf. Da machen wir uns auf den Weg. Wir müssen da mal gucken. Eigentlich hätte ich ganz gerne das große Boot wieder. Ich weiß aber nicht, wo es ist. Das können wir schon mal wegmachen. Hier ist es nicht. Und dann müsste hier vielleicht das Boot sein. Na, es wird hier unten sein, ne? Hier sind wir doch hin, oder? Nee. Warum habe ich denn dann unten kein Portal hingebaut? Ich weiß nicht mehr. Ich gucke mir nochmal die letzten Folgen an, wann wir das letzte Mal mit dem Boot unterwegs waren. Ich hätte ganz gern schon das große, weil falls doch noch eine Schlange kommt, ihr wisst, wie es ist, will man doch irgendwie optimal vorbereitet sein. Obwohl die das letzte Mal echt easy war mit den Nadelfeilen und dem Trogger Fangzahn. Aber riskieren muss man es ja trotzdem nicht. Gut aufgeteilt. Dafür, dass ich es ganz schnell im Kopf gerechnet habe. Mein Mathelehrer wäre so stolz auf mich. Ja, war auch easy. So, also, wir brauchen
20 haben wir doch gebraucht, ne? 20 und 10 Leinzwirn, richtig? Gott, das sind ja immer noch 10. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Dauert halt auch so lang. Naja, komm, dann heben wir uns das für nächste Folge auf. Bevor wir jetzt hier 10 Minuten blöd rumwarten. Scheiß drauf. Dann lasse ich das hier alles fertig brutzeln. Dann können wir nächste Folge, zack, das Ding auf die 3 und die 4 bringen. Und dann machen wir uns auf den Weg. Ich habe riesig Bock. Ich bin gespannt, was der Weg so für uns bereithält. Ob es easy wird oder ob sich das Spiel gedacht hat, hey, mein Freund, wenn du zum letzten Endboss machst, wird auch der Weg dahin schon schwer. Wir schauen mal. Ich danke euch. Jetzt müssen wir überlegen, die Folge hier kommt am Sonntag. Ich nehme sie jetzt gerade am Samstag schon mit auf. Das heißt, wenn ihr die Folge seht, ist an dem Tag auch Livestream. Kommt bitte vorbei und dann kommt die nächste Folge dann am Dienstag. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder am Start seid. Bis dahin, macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.